Ja, liebe Besucher, schauen die Abteilung oder die Siegerinnen und Zweitplatzierten von der Abteilung nochmal an. Ein herrliches Schauen. Genial. Wir haben hier immer die Erste und die Zweitplatzierte, die hier jetzt im Ring steht. Weiter kann ich leider nur drei. Die Entscheidung ist mir nicht ganz einfach gefallen. Aber irgendwo musste ich den Maßstab ansetzen. Und ich habe mich für drei entschieden. Ich werde jetzt drei antippen. Die drei kommen weiter. Die drei können sich nachher so hintereinander aufstellen. Und von diesen drei wird nachher eine Champion, Vize und Honorable Champion. Zuerst aber einmal nochmal diesen Z-Tier einen herzlichen Applaus! Weiterkommen tut das Tier da. Ein bisschen Ferien laufen. Dann ist der da. Und ist der da. Allen anderen nochmal einen herzlichen Applaus. Die anderen bitte, wenn sie verloren. Also, Ueli hat sich jetzt für drei Rinder entschieden, die jetzt um die zwei GP-Startplätze werden kämpfen. Wir haben mit Katalog Nummer 41 die Jongleur Giuliana vom Jungzüchter Darin Gwerder, die Jungzüchtervereinigung Schweiz. Weiter im Ring ist Blobe, ebenfalls von der Abteilung 5, die Katalog Nummer 4. Katalog Nummer 40, sorry, die ist in der Abteilung 40 mitgelaufen. Die Blooming-Tochter Bianca vom Jungzüchter Pascal Felder, die vom Kilian Pfulg vorgeführt wird. Dann als drittes im Ring geblieben ist Katalog Nummer 19, die Power-Tochter Giuliasca mit dem Jungzüchter Marco Müller und die kommt aus dem Kanton Thurgau.
Ich möchte eigentlich die Spannung auch nicht unterbrechen, aber wir möchten gerne noch allen Danken sagen, die hier im Ring waren. Dann könnt ihr noch geschwind ein paar Minuten die Rinder länger bestaunen. Ein Dank geht sicher an unsere Ringwoman, Martina Schmid, die souverän geschaut hat, dass die Rinder immer am richtigen Ort sind und dass der Ueli seine Aufgabe hat können leicht machen. Merci Martina. Grosse Dank geht auch unseren beiden Ehrendamen, die charmant durch den Vormittag geführt haben und die Preise verteilt haben. Merci Barbara und Turano. Auch Ihnen gehört einen grossen Applaus. Ein Dank gehört auch dem Urs Bescha, der den besten Vorführer jeweils in jeder Abteilung gekürt hat und der noch die Erklärungen zum Showmanship abgegeben hat. Besten Dank, Urs. Not but not least möchten wir sicher auch Ueli danken, der die Arbeit entgegengenommen hat mit dem Richten, der sofort zugesagt hat und das mit Freude gemacht hat. Wir merken, dass er da mit vollem Herzblut dabei ist. Merci vielmals, Ueli, und einen grossen Applaus. Jetzt möchte ich eigentlich nicht mehr länger werden und wünsche euch noch eine schöne Champion-Wahl und am Nachmittag einen guten Kälbli-Wettbewerb und vor allem eine gute Olma. Tschüss miteinander. Ja, langsam kommen wir dem Höhepunkt näher. Wir haben hier drei Tiere. Drei sehr herrliche Tiere. Jede war ein Abteilung. Wir haben das vorderste Tier, das älteste Tier von diesen drei. Ein sehr rahmenstarkes Tier. Sehr ein Ausgleichstier, mit einem gut abgezogenen Peki, mit einem gut verwundenen Vorhang. Dann haben wir hier eins, sehr ein ausgleichendes Tier, gut aufwachsen im Wildrist, breit im Peki, lang im Peki, zeigt eine schöne Tiefe. Dann Kinderst, ein Jungstier, und denke, das Tier hat noch viel vor sich. Auch das, sehr fein Sprunggelenk, gut gewinkeltes Sprunggelenk, gute obere Linie. Drei sehr herrliche Tiere. Und die drei Tiere haben einen sehr schönen herzlichen Applaus für ihn. Ich würde zuerst die dritte Tier bekannt geben, nachher Champion. Und die, die noch übrig bleibt, ist Vize. Champion, Honorable, Adrolma, 2014. Ist das hier da? Einen herzlichen Applaus! So, und jetzt, dass es euch spannend wird, bitte alle aufstehen und klatschen. Schön, packt und immer schnell! Champion Olma 2014. Super verwachsen im Vorhand, ganz gute obere Linie, breit im Becken, lang im Becken. Das war auch der Ausschlag in dem zweiten. Auch sie ein herrliches Tier, sie wird sicher noch viel vor sich haben. Wenn ich zwei trangiere gegenüber dem Drittrangierten, ist Sprunggelenk Ausprägung, Sprunggelenk Winkelung. Aber auch die Drittrangierten hat sicher ein Schirrchen mit ihrem Becken, mit ihrer guten obere Linie.
Ich möchte den drei Jungzüchter und Besitzer ganz herzlichen Dank und auch der Michaela und ihrem Vorstand, der das alles organisiert hat und mich gefragt hat. Und herzlichen Dank immer.